Na, wenn das nicht eine Begrüßung ist, das macht natürlich den Tag gleich viel schöner, wenn ich hier anfange. Wir haben uns jetzt mal gedacht, wir treffen uns mal mit den Ballkindern fürs Roten Baum TV, um mal zu erfahren, wie ist der Job, was machen die, welche sind die besten Spieler, welche Spieler sind besonders unfreundlich. Und da wir wissen, dass Kinder immer besonders ehrlich sind, hoffe ich auch wirklich ehrliche Antworten zu kriegen. Ich pick mir jetzt mal irgendjemanden hier raus. Wer möchte denn mal eine Frage beantworten? Ihr kommt hier morgens her und dann macht ihr noch mal ein Aufwärmen oder ein Training oder wie sieht das aus bei euch? Ja, nee, dann kommen wir erstmal alle zusammen und müssen halt alle so zwischen 10 und 11 hier sein. Und dann geht's auch dann irgendwann schon los, ne? Dann geht's los. Ja. Und welcher Spieler ist denn besonders nett, wenn man als Ballmädchen auf dem Platz ist? Die Deutschen. Zum Beispiel Björn V, den fand ich gestern total nett. Der ist einfach respektvoll und weiß uns zu behandeln, dass wir nicht die Bimmenmuster sozusagen sind. Also höflich, ja. Fragt auch mal nach dem Ball und wiegelt euch nicht nur so ab. Ja, holt auch mal selber sein Handtuch und entschuldigt sich, wenn wir einen Ball abbekommen haben oder so, auch wenn es nicht seine Schuld war, aber... Das ist wirklich eher ungewöhnlich, wenn man das hört, aber das ist ja schön, dass es das auch noch gibt. Wer ist denn besonders unangenehm? Das ist natürlich blöd, jetzt zu sagen. Überhaupt nicht, ihr könnt das ruhig sagen. Ihr könnt das ruhig sagen. Dann kann man nur das Falsche sagen. Der Kasachstaner Schukin. Wieso ist der besonders unangenehm? Weil er unfreundlich war mit den Bällen. Der hat immer Bälle weggeschossen, wenn man falsch geworfen hat und hat das Handtuch immer einen aus der Hand gerissen und auch immer nur weggeschmissen und immer rumgepöbelt auf dem Platz und ja. Ja, die meisten Spieler sind eben auch in ihrer Konzentrationsphase sehr stark und dann, ich meine, dann kann man nicht so unter höflich und unhöflich unterscheiden. Vielleicht sind sie privat ganz anders und deswegen, genau. Vielleicht kann man das ein wenig sehen, aber... Aber ihr könnt ja auch nur den Tennisspieler auf dem Platz beurteilen, logischerweise. Und es geht ja auch anders, wie wir gehört haben. Ein bisschen Respekt kann man ja auch mal haben, ne? Und eins muss man natürlich sagen, das ist kein leichter Job, wie wir gehört haben. Die Kinder sind den ganzen Tag hier bei der Hitze, müssen auf dem Platz stehen, müssen sich konzentrieren. Es ist nicht so ein bisschen auf dem Platz stehen und den Ball hin und her werfen, sondern die müssen wirklich voll bei der Sache sein. Von daher wirklich ein großes Kompliment an die ganze Truppe, natürlich an das ganze Team, was die Ballkinder organisiert. Die machen auch einen tollen Job, weil ohne die Ballkinder hätten wir kein Tennisturnier. Ist eigentlich relativ einfach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute. Genügend Wasser mitnehmen, damit uns keiner von euch umkippt nachher. Soll noch heißer werden als gestern. Und immer schön die Kappen aufsetzen. Und ja, solange die Bälle bei den deutschen Spielern gut landen, ist alles gut. Wenn er bei dem Schukin mal nicht so richtig landet, dann ist das auch in Ordnung. Muss dir keine Sorgen machen. Also, wir lassen uns überraschen und wünschen den Ballkindern ganz, ganz viel Spaß.